Herzlich willkommen zum Parteistatement, zum Pressestatement unseres Parteivorsitzenden Armin Laschet. Die Vorsondierungen mit der FDP und den Grünen waren gute, konstruktive Gespräche. Wir haben klar anerkannt, dass es eine neue Situation für die Regierungsbildung gibt. Wir haben die Wahl nicht gewonnen. Wir haben nicht Platz 1, sondern Platz 2. Und wir erkennen an, dass FDP und Grüne entscheiden, mit wem sondiert wird. Wir haben in den Gesprächen die zahlreichen Gemeinsamkeiten aufgezeigt, bei Gegensätzen die Bereitschaft zum Kompromiss signalisiert und unseren Willen und unsere Lust für ein neues Politikprojekt deutlich gemacht. Das wurde im Nachgang auch von FDP und Grünen bestätigt. Aber es geht jetzt nicht darum, welche Partei oder welche Person in die Regierung kommt, sondern welche Politik die nächsten 4 Jahre gemacht wird. Und das ist der Grund, weshalb ich mich für Jamaika einsetze. Jamaika ist die Chance für einen echten Aufbruch in unserem Land. Jamaika wäre ein ambitioniertes Modernisierungsbündnis mit breiter gesellschaftlicher Verankerung. Jamaika hat mit der Union einen Anker vor Ort in den Städten und Gemeinden, in den ländlichen Räumen, in den urbanen Räumen, in Ost und West, in der Wirtschaft, beim Handwerk, bei der Landwirtschaft, bei Jung und Alt. Und Jamaika hat einen starken Partner im Bundesrat. Jamaika könnte eine Menge sehr schnell umsetzen mit CDU-FDP, CDU-Grünen und Jamaika-Regierungen. Und wenn es FDP und Grüne um einen Aufbruch und Ambition geht, ist die SPD der falsche Partner. Das können wir aus langjähriger Regierungserfahrung bestätigen. Vor diesem Hintergrund gibt es zumindest berechtigte Fragen, warum ohne Not in einseitige Sondierungsgespräche gestartet worden ist. Wir von uns schlagen keine Tür zu. Entscheidungsgrundlage einer Regierung für 4 Jahre in dieser Situation müssen die Ziele der nächsten 4 Jahre sein und nicht tagesaktuelle Stimmungen. Und in diesem Sinne, das Angebot der CDU Deutschlands steht bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung. Und die Gründe von FDP und Grünen, die Jamaika-Optionen auch für möglich erachtet haben, gelten weiter. Und deshalb werden wir jetzt genau beobachten, wie die vertieften Gespräche, zu denen FDP und Grüne sich heute für die nächste Woche verabredet haben, wie die verlaufen, wie das beispielsweise in der Steuer-, Finanz- und Haushaltspolitik funktionieren soll. Die FDP war für eine Absenkung der Unternehmenssteuer, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, um Arbeitsplätze zu sichern, für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, für erweiterte und beschleunigte Abschreibungen, gegen eine Vermögenssteuer, für die Beibehaltung des Ehegattensplittings, gegen eine Schuldenunion, für die Einhaltung der Schuldenbremse und. Und deshalb werden wir sehr aufmerksam in der nächsten Woche die Beratungen verfolgen. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiterbeteiligung beispielsweise bei Start-ups. Eine ganz wichtige Frage für die Start-up-Kultur und Start-up-Szene, ebenso wie bei Bürokratieabbau, Entfesselung. Alles Themen, die in den letzten Jahren der Großen Koalition mühsam mit der SPD zu bewegen waren. Das Gleiche gilt beim Klimaschutz. Wir brauchen mehr Tempo und deshalb werden wir mit unseren Ideen bereitstehen. Aber viele zitieren immer wieder diesen Spruch: erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Bei dem Thema könnte man das einmal belegen. Wo ist die größte Stabilität möglich? Und wir signalisieren, FDP und Grünen, Ansprechpartner für die CDU bleibt der CDU-Vorsitzende. Dafür habe ich die Rückendeckung von Partei und Fraktion. Und es wird nicht am Ansprechpartner scheitern, wenn man ein neues Projekt beginnt. Es gibt Wertschätzung, auch in den persönlichen Gesprächen von FDP und Grünen gegenüber meiner Person.
Aber ich habe bereits in den Gesprächen deutlich gemacht, an der Person wird es nicht scheitern. Und das habe ich heute auch der Fraktion berichtet. Es geht nicht um die Person Armin Laschet, es geht um das Projekt für das Land. Und deshalb, wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern, wird nicht an einzelnen Personen scheitern. Es ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Und dieses Signal ist bereits in den Gesprächen dieser Woche übermittelt worden, ist auch im unionsinternen Kreis übermittelt worden. Und darüber habe ich heute der Fraktion berichtet. Das ist der Prozess Regierungsbildung Jamaika. Eine andere Frage ist die Frage, welche Konsequenzen zieht die CDU aus dem Wahlergebnis, sowohl für die theoretische Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung als auch für die Möglichkeit der Opposition. Und wir müssen dieses Wahlergebnis aufarbeiten und die Neuaufstellung der CDU vorantreiben. Meine feste Überzeugung bleibt dabei, Erneuerung geht auch in der Regierung, geht sogar besser in der Regierung, geht aber auch in der Opposition. Und zur Aufarbeitung des Wahlergebnisses hat Generalsekretär Ciemiak bereits ein Maßnahmenpaket mit den Generalsekretären der Landesparteien beschlossen. Er steht zum Dialog bereit. Er wird in Online-Konferenzen und vor Ort präsent sein in den Landesverbänden. Wir werden im November eine Ostkonferenz veranstalten, um die besonderen strukturellen Fragen des Ostens, wo die AfD unser größter Gegner ist und wo wir alles tun wollen, sie wieder zurückzudrängen, wie das gelingen kann. Wir werden darüber hinaus im Dezember zu einer Kreisvorsitzendenkonferenz einladen und wir werden eine interne Kommission zur Aufarbeitung einsetzen, in der ehemalige und amtierende Bundestagsabgeordnete beteiligt sind, sowie Mitglieder aus den Landesverbänden, auch Sachverstand von außen, der einmal genau analysieren wird, was ist denn in den letzten Jahren schiefgelaufen, wo müssen wir besser werden, wo müssen wir programmatisch besser werden, wo müssen wir im vorpolitischen Raum besser werden. Alle diese Fragen gehören zur Aufarbeitung des Wahlergebnisses. Zur personellen Zukunft und Neuaufstellung werde ich den Gremien der Partei in der kommenden Woche die Einberufung eines Parteitags vorschlagen. Das ist der Ort, wo die 1001 Delegierten aus allen Kreisverbänden sich artikulieren können. Ort und Datum werden wir noch gemeinsam festlegen. Und die personelle Frage, die dann ansteht, braucht andere Wege, braucht vielleicht unkonventionelle Wege. Wir haben seit 2018, seit dem Rückzug von Angela Merkel als Parteivorsitzende, eine andauernde Personaldebatte erlebt. Immer gegeneinander, immer in wechselnden Besetzungen. Und wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen. Und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten. In Nordrhein-Westfalen, in einem großen Landesverband, der lange zerstritten war, ist das in den letzten Tagen gelungen. Es gab mehrere Interessenten für das Amt des Landesvorsitzenden und des Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Und wir haben in intensiven Gesprächen erreicht, dass am Ende alle, auch die, die eigene Interessen hatten, die zurückgestellt haben und sich auf einen Kandidaten verständigt, der nun Ende Oktober zum neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen und damit auch zum Vorsitzenden des größten Landesverbandes in der CDU gewählt werden soll, mit Hendrik Wüst. Und dieses Beispiel wollen wir auch in der Bundespartei versuchen. Einen Konsens aller, die im Moment in Betracht kommen, diesen Prozess werde ich moderieren. Und hierzu will ich bereits in den kommenden Wochen mit den Landesvorsitzenden der Partei beraten, um auch da zu hören, wie denkt denn die jeweilige Basis über diesen künftigen Prozess? Welches Profil soll denn dieser Kandidat oder diese Kandidatin haben? Und kann es uns nicht diesmal gelingen, dass wir
eine gemeinsame Lösung für die Aufstellung in der Opposition finden. Der Wunsch danach an der Basis ist sehr groß. Das Ziel, dies zu erreichen, ist eine ambitionierte Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe. Fazit in drei Sätzen. Die CDU steht weiter für Jamaika bereit. Wir arbeiten das Wahlergebnis bereits jetzt in der nächsten Zeit intensiv auf. Und die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken. Mein Ziel ist es, was immer in meinem Leben mein Ziel war, Gegensätze zu versöhnen, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. In unserem Namen Union ist das enthalten. Und ich wäre froh, wenn das in dieser schwierigen Phase für die Partei gelingen würde, dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen, ob am Ende in Regierung oder in Opposition, ist dabei nicht die wichtige Frage. Die wichtige Frage ist, dass eine bürgerliche, starke Volkspartei in Europa zu neuen Erfolgen kommt und mit neuem Elan ihren Beitrag leistet zur Zukunft des Landes. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Kommen. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Ja.